herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rubin an diesem sehr verregneten Tag. Naja, egal. Ich würde sagen, wir kämpfen uns einfach weiter durch. Ich prüfe deine Pokémon und schaue, ob sie fit für das Leben im Freien sind. Wie im Freien? Bist du doof? Ich habe die mühselig gefangen und du denkst daran, dass ich sie freilassen soll? Ich meine, ich versklave sie immerhin nicht. Ich behandle sie gut. Zumindest meistens. Gut, das sah aus wie Zauberblatt. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber noch im hohen Gras stehe. Aber so ein, zwei Schritte schon bewirken können. Naja. Okay, der Härtner hat schon gut ausgehalten. Ja. Einmal Glut noch drauf und dann ist das vorbei. Oh, ja, gut, okay, soll's. Schade. Ich habe echt gedacht, das wäre jetzt vorbei. Ja, gut, machen wir es noch einmal mit Glut. Ich denke mal, wenn der Regen nicht gewesen wäre, wäre es ein One-Hit-Kill. Als nächstes kommt ein Blanas. Okay, nehmen wir mal unseren tapferen Krieger zum Kampf. Schreck zurück. Blutsauger, ja. Gruppe B. Ja, gut. Noch einmal. Entweder kommt jetzt noch ein Blanas oder ein Lombrero. Irgendwas wird es bestimmt sein. Hey, ein Lombrero. Gut. Dann nehmen wir weiter. Blutsauger, würde ich mal sagen. Ja, okay. Mogelhieb. Okay. Und damit sind die ersten 3 Minuten des Parts schon rum. Oh Mann. Ich möchte so gerne nach Segasulp. Ach ja, Nase voll. Zack, boom. Ach toll, ich habe gedacht, das bringt mehr. Dreimal getroffen. Und bei meinem Glück hat der Trainer jetzt noch ein Item. Und jetzt der Volltreffer. Hm? Ah je. Edward ist auf jeden Fall besiegt. Mit solch starken Pokémon brauchst du in der Natur keine Angst zu haben. Gut. Aber schön, dass du das so sagst. Ein Nugget. Lecker. Ich wollte eigentlich raus aus dem hohen Gras. Immer diese Zickzacks. Zickzacks! Ich bin weg, ey.
Nehmen wir mal wen nach vorne. Zack, zack, bum, bum, drum, drum. Und hüpf und Fahrrad und hoi. Weiter geht's. Moment, war da oben was? Nee. Nicht stimmt, da kann ich ja zurück. Schön am Trainer vorbei, der mich überhaupt nicht bemerkt. Kampf gefällig! Ich dachte, der kommt nie zum Punkt. Gilweier. Ja, gut. Ist ja auch ein kleiner Käfer. Dann fokussiere dich, mein Krieger. Ich bin auch dabei, das Buch von Miyamoto Musashi zu lesen, also die 5 Ringe. Bin momentan beim 2. von 5 Büchern. Ja, man muss ja sagen, die Ringe definieren ja quasi ein Buch. Oder besser gesagt Kapitel. Was ich ein bisschen zähflüssig gelesen hat. Bing! Level up! Um das mal so zu reviewen, weil er dann nämlich versucht hat, die einzelnen Kampfmethoden zu beschreiben, wie ein Schwertkämpfer seinerzeit halt seine Waffe zu führen hatte, wie er Schläge austeilen kann, wie er dem ausweichen und kontern kann. Ist zwar alles echt interessant zu lesen, aber es hat dann irgendwann doch ein bisschen geschlaucht, weshalb ich das Buch teilweise auch zur Seite gelegt hatte. Aber an sich kann ich es trotz allem empfehlen, weil es auch einige tiefgründige Ansätze hat. Zum Beispiel, dass der Herr Musashi Miyamoto ja den Weg des Schwertkämpfers zum Beispiel auch mit einem Schreinermeister verglichen hat. Wo er ja wissen muss, wie seine Lehrlinge zum Beispiel arbeiten, dass er beim... Ja, kann man quasi sagen, wenn ein Schreinermeister mit seinen Leuten ein Haus bauen möchte, dass er berücksichtigen muss, welche Fähigkeiten seine Leute überhaupt haben, wo bei dem Einzelnen jetzt die Stärken und Schwächen sind, damit man auch gut die Arbeiten verteilen kann. Dass jetzt halt nicht der Jüngste jetzt die Dachbalken machen soll und sowas. So, ich hole mir jetzt das Item da. Zack, bumm, geschnappt. Und ja, so ist das im Grunde auch mit, so sieht er das auch mit dem Schwertkampf. Das ist ja ganz schön idyllisch hier, muss man aber auch sagen. Und so sieht er es ja auch mit den Feldzügen, mit wie der General jetzt seine Soldaten einsetzen soll, je nach Schwäche und Stärke. Nürbebeere. Also sind schon teilweise doch sehr tiefgründige Sachen dabei. Ist jetzt vielleicht nicht wirklich was, was jetzt das Rad neu erfinden würde, aber ich kann das Buch trotzdem jedem mal empfehlen, der auch eigentlich so mal diese fernöstliche Lebensweise von der damaligen Zeit mal gerne lesen möchte. Ja, gut, ich gehe mal hier weiter. Ich werde die Techniken der Pokémon übernehmen und neue Ninja-Techniken daraus entwickeln. Ach ja, immer diese Ninja. Wo ich gerade zum Thema Japan und feudale Zeit und so geredet habe, ne? Dann müssen auch Ninjas auftauchen. Gut, bei 5 Ringe vielleicht nicht, aber... Ja, die Ninja von damals hatten immerhin auch Schwerter verwendet. Also es hat schon alles so seinen Sinn. Und ich glaube aber nicht, dass Miyamoto hier einen Sinn hat, wenn er weiter kämpft. Deswegen nehme ich mal lieber Lucky. Ich muss ja auch gucken, wie ich meine Pokémon jetzt hier zum Kampf schicke mit ihren Stärken und Schwächen. Ne? Genauso wie der Schreinermeister.
Gut, zack, bumm, geschafft. Wunderbar, danke, Lucky. Oh, Ninjas kommt jetzt. Taria, meine Süße. Ja, und ich fand den Charakter von Miyamoto Musashi auch, ehrlich gesagt, auch sehr interessant. Vor allem, weil er selber ja mal Sachen geäußert hatte, wo man sich denken kann, ja, eigentlich ist er ja nicht wirklich gläubig, aber ja, trotz allem Respekt an Buddha und sowas. So, Level up, Angriff gestiegen, wunderbar. Oh, Doppelteam, schön. Brauchst du nur dummerweise nicht, meine Kleine. Ich glaube nämlich nicht, dass... Ja gut, mit dumme Zerschneider, ey. Schneider. Ja. Nicht an der. Ach, verdammt, ich hätte auf Ja drücken müssen. Nein, und jetzt das Ja. Genau. Ja. Na, wieso Traum? Die Entwicklung kannst du doch auch gleich fortsetzen, wenn ich weg bin. Na, egal. Ja... Wie ging das Zitat nochmal von ihm? Von... Genau. Das Zitat von Miyamoto Musashi war ja auch: Respektiere Buddha und die Götter, aber erwarte nicht, dass sie dir beistehen. So in etwa. So der Wortlaut. Im Sinne von, du kannst an sie glauben, aber du brauchst nicht zu beten, dass sie dir wirklich helfen. Ja, gut, wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, also ich zweifle jetzt auch nicht daran, dass so etwas existieren könnte, theoretisch vielleicht, nur sagen wir mal ehrlich, wir haben alle so unseren Mist erlebt, jeder für sich, wo man sich denken könnte, hey Gott, warum hast du mir das denn nicht mal abgenommen, warum hast du das nicht verhindert? Es ist ja auch immer so der Knackpunkt, wo viele Leute auch dann von ihrem Glauben abspringen und sagen, ja, wenn Gott nichts für mich tut, warum soll ich dann vor ihm knien und dann beten? Wo viele dann auch zum Atheismus rüberspringen und sagen, ja, ich bin Atheist aus Überzeugung. Was ich ehrlich gesagt auch niemanden jetzt verübeln kann. Weil ich bin der Meinung, jeder sollte für sich das glauben, was er halt, was für ihn am logischsten klingt. Und sei es jetzt halt auch muslimisch oder buddhistisch oder Zeuge Jehova oder meinetwegen, was auch immer. Ne, hat jeder so seine Freiheiten, finde ich. Was ich nur, ehrlich gesagt, überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn Leute versuchen, anderen ihren Glauben aufzuzwingen. Oh, bing, Level up, KP, Verteidigungsspezial, wunderbar. Und du lernst Horter. Nee, brauchst du nicht. Nein. Aber ich kann ja mal gucken, was da für eine Beschreibung ist. Aber ich meine, Horter ist so eine dumme Attacke. Genau. Lädt Kraft bis zu 3 Runden auf. Das ist so eine Art Kombi-Attacke. Also Horta funktioniert dann aber auch wirklich nur in Kombination mit einer anderen Attacke. Ach ja, schön, Verzehrer. Das ist auch so eine Kombi-Attacke, die auf Horta reagiert. Dadurch kann sie durch absorbierte oder gehortete Kraft, genauer genommen, KP wiederherstellen. Ist zwar bestimmt sinnig, brauche ich aber nicht. So. Also, da müsste ich meine Strategie mit dir komplett neu machen. Das wäre ein erbärmlicher Rückschritt. Ja. Jetzt sind wir wieder bei diesen komischen Felsen. So ähnlich wie die damals in der Wüste. Hat doch wieder alles so seinen Zusammenhang. Ups. Nein, ich wollte eigentlich... Na, egal. Ja, egal, jetzt ist Paula wieder fit. Ich wollte eigentlich mehr Moto. Ja, okay. Da gehe ich, da kümmere ich mich später mal drum. Gut, dann reise ich mal hier weiter. Hast du eigentlich noch was zu sagen? Du willst ja nicht mit mir kämpfen.
Gib dieser Box einen Stoß und ein Pokeriegel kommt heraus. Und dieser Pokémon-Riegel wird von einem Pokémon gefressen. Es ist ein Ausdruck der Liebe, richtig? Ja klar, sonst würden sie ja verhungern, ne? Ja, ja, du verstehst, was ich meine. Das ist für dich eine Gauwe-Beere. Dies ist eine seltene Beere. Ich hoffe, du gehst sorgfältig damit um. Dankeschön. Ja, ich frage mich manchmal wirklich, was die Leute hier in der Pokémon-Welt essen. Also ich meine, Beeren auf jeden Fall, aber was noch, ne? Auf der Welt gibt es Dinge, die jenseits deines Verständnisses liegen. Oh, süß. Hexe Brunhilde, ein echt süßes Sprite, finde ich. Ja, manche Trainer-Designs finde ich echt toll. Kann man nicht anders sagen. Oh, keine KP mehr. Ach du Wei, ach du Wei. Ich kenne Lavit. Niemand hat da. Blutsam. Ja. Wenn es sein muss. Jenseits meines Verständnisses. Ja, damit waren wir ja auch wieder zum Punkt. Was essen die Leute hier? Taurus-Steak? Wäre naheliegend. Auch wenn es hier in der Region keine Taurus gibt. In der zweiten Generation wurde es ja mal angesprochen, dass man Phlegmon die Rute abschneidet. Und die dann essen soll. Dass das eine Delikatesse sein soll. Klingt nur meiner Meinung nach sehr brutal. Ich meine, einen Phlegmon die Rute abzuschneiden, also der Schweif. Nee. Klingt böse. Ich glaube auch nicht, dass das Ding nachwächst. Naja. War halt Team Rocket, ne? Also, hat schon alles so... Naja. Ein Zwirrlicht! Das Geist-Pokémon, das hier in der Höhenregion erscheint. Ein fliegender Schädel mit... Also ich finde, das sieht schon sehr gruselig aus. Oh, und ich habe wieder total vergessen, dass Käferattacke auf Geist ja gar nicht so reagiert, dass ich das mit Unlicht jetzt verwechselt habe. Ich würde sagen, dann fragen wir doch mal unser Unlicht-Pokémon zum Kampf. Und ich merke gerade, es wird wieder sehr knapp von der Zeit her. Dass ich jetzt nach diesem Kampf wirklich nochmal einen Cut machen muss. Ja, ich will es einfach nicht so lange machen. Ich will nicht 20 Minuten rumeiern. Kann ich machen, muss ich aber nicht. Ich möchte die Parts nicht so lange machen. Ich habe mal wirklich... Ich hab da damals zu Fire Emblem-Zeiten gesagt, ich möchte nicht länger als 15 Minuten machen. Gut, bei Fire Emblem eskaliert es immer zu 20, 30 Minuten. Aber hier bei Pokémon kann ich es zumindest noch ein bisschen steuern. So, meine arme kleine Brunhilde, ich habe dich leider besiegt. Naja gut, wir sind hier auf Route 121. Ich kann noch ein wildes Pokémon fangen. Ja gut, dann mache ich das zumindest noch. Ach, was auch immer es sein sollte. Also, es hat schon wieder irgendwas von... gewollter Comedy. Dass ich immer sage, ich will ein neues Pokémon fangen und dann kommt ein Zickzacks. Ein Duflor. Ein weibliches Duflor. Ja, passt doch. Das passt doch perfekt zu Oliver in der Box. Aua. Komm, versuch's mal mit Kopfnuss. Vielleicht ist es ja nicht sofort kaputt. Das teilt ja ordentlich aus, muss man sagen. Nehmen wir Paula. Ich meine, sie ist zwar ein... Sie ist ein Wasser-Pokémon. Ja, ich weiß, aber... sie sollte zumindest so lange aushalten können, bis der Hyperball funktioniert. Aha. Toll, ey. Ist noch nicht geschwächt genug.
Leute, es ist. Guck mal auf die Uhr. Mach mal hinne da. Komm. Die Hyperbälle sind teuer. Also los, rein da. Zwei. Hau dich selbst! Hau dich selbst! Los! Nimm mal einen Superball. Vielleicht funktioniert das. Ich glaub's nicht, aber egal. Ich meine, mein Helferlein hatte seinerzeit bei Pokémon Rot sogar mal Mewtwo mit einem Pokéball gefangen. Und ja, es ist möglich. Es ist zwar extremst unwahrscheinlich, dass Mewtwo in einem stinknormalen Pokéball drin bleibt, aber es gibt die geringe Wahrscheinlichkeit und er hat es immerhin so erlebt. Weil er seinen Meisterball, glaube ich, bei irgendwas anderem verpfiffen hatte. Nimm mal Taria. Egal. Hält ordentlich viel aus, muss man sagen. Und ich meine, sie kann mit Ruckzuck-Hieb nochmal kleinere Schäden bringen. Ich denke mal, daran wird es einfach gelegen haben. Dass das Duflo noch zu fit war und sich deswegen immer wieder aus den Bällen. Deswegen sollte man halt möglichst oft versuchen, den roten Bereich zu erreichen. Auch wenn es knifflig ist. Manchmal gehen die Pokémon ja dann sehr schnell ein. Ja, siehst du, und jetzt auf einmal. So, Unkraut. Duflo produziert einen ekelerregenden Gestank aus dem Stempel seiner Blüte. Wenn es in Gefahr gerät, wird der Gestank noch unerträglicher. Wenn sich dieses Pokémon in Sicherheit befindet, stößt es keinen Gestank aus. Aha, Stinky. Du kriegst einen schönen Namen. Ich nenne dich Erika, denn so heißt wirklich eine Pflanzensorte. Und auch die Arenaleiterin der Pflanzen-Pokémon-Arena in der in der Kanto-Region, in der ersten Generation. Naja, passt das alles. Der Kreis ist geschlossen und ich würde mal sagen, ich mache jetzt einen kleinen Cut, eine kleine Pause. Und an euch ist gesagt, wenn euch der Part gefallen hat, mir ein Däumchen nach oben geben, kommentieren, abonnieren und bald wieder einschalten. Bis dann! Tschüss!